Hallo Frau Kehrt, vielen Dank für das Interview erstmal. Oh, das ist aber sehr höflich, dass man noch gesiezt wird auf der Wiesn. Das ist ja was ganz Außergewöhnliches hier, ne? Ich habe auch noch keine Maske getrunken. Ich glaube, daran wird es wohl liegen. Ah, deswegen. Du bist auch noch nicht durchgeschwitzt und siehst noch relativ normal aus. Also wahrscheinlich siehst du immer so aus. Wow, das ist ja, aber jetzt hier. Wir kennen uns, wir lernen uns ja gerade erst kennen. Ich finde, das ist total gut, weil genau so flirtet man nämlich richtig gut. Nicht Fragen stellen, das sage ich immer zu den Männern, keine Fragen stellen, sondern gleich Statements. Am besten provokative Statements. Naja, kommt drauf an, ne? Also, ich weiß nicht, Thema Flirten auf der Wiesn ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ich bin ja nur am Arbeiten, ich bin ja in diesem Kabuff da hinten und sende jeden Tag für Energy München 6 Stunden. Und du siehst ja, da ist eine Tür, ne? Da ist eine Tür. Die wird, ja, ja, aber die wird gerne übersehen, wenn man eine Masse oder 2, 3, 4, 5 getrunken hat. Die machen dann die Tür auf und kommen, oh, Verena, und kommen ins Studio und dann pressen so ihr Gesicht so dran, weißt du, so an die Scheibe, wenn die Nase so. Und es ist halt nicht so schick, aber auf der Wiesn, denke ich, ist alles erlaubt. Die Wiesn ist da und ich finde, Männer sowie als auch Frauen haben die Berechtigung, 14 Tage Spaß zu haben. Aber gibt es so Sprüche, die du öfters mal hörst, die du eigentlich überhaupt nicht gerne hören willst auf der Wiesn? Wirklich so Anmachsprüche, wo du sagst, um Gottes Willen. Ja, aber so viel Sendezeit habt ihr jetzt, glaube ich, gar nicht. Ich könnte jetzt... Frag mich lieber, welche Sprüche ich gut finde, dann wird es schneller gehen, weil okay. Da gibt es nicht so viele eigentlich. Welche Sprüche findest du gut? Nein, ich mag ja so Internatsschüler, ne? Ich mag ja so höfliche Männer ganz gerne, deswegen, also alles was... Also so Nerds? Nee, nicht so Nerds, sondern einfach so höfliche Gentlemen, die einem dann die Tür aufhalten oder fragen, ob sie noch ein Wasser bringen können oder die uns Damen einfach gut behandeln, ne? Ich bin jetzt schon über 30 und ich mag eben, wenn man höflich ist. Das finde ich auch ziemlich wichtig. Jetzt habe ich noch eine Frage. Du bist ja überall bei den Prominenten dabei, bist ja selber prominent. Käferzelt, P1, Hippodrom vorher. Flirten die Prominenten eigentlich anders? Naja, so bei uns ist es, also bei uns sage ich jetzt bei den ganzen Leuten, die man so kennt und die dann auch oft auf Veranstaltungen sind, wir kennen uns ja alle. Wir müssen ja eigentlich nicht mehr flirten, weil wir sehen uns so oft, dass wir schon gar keinen Bock mehr aufeinander haben. Ah, das ist natürlich klar, aber gibt es da andere Signale, die gesendet werden? Merkt man den Unterschied, wenn man jetzt auf irgendwo im P1 ist und da ist eine Veranstaltung, also nicht das normale P1, merkt man da Unterschiede in Sachen Flirten? Man wird doch bestimmt auch ab und zu mal von Prominenten angeflirtet. Ja, aber ich glaube, da gibt es tatsächlich nach 2, 3 Massen gibt es da keine Unterschiede mehr, nee. Das wollten wir gerade hören, sehr schön. Okay, vielen Dank. Jetzt hier noch gute Arbeit noch. Wird ja, bestimmt noch eine lange Wiesn, oder? Ja, hat ja gerade erst angefangen, ne? Gibt es dann noch ein paar Massen nach der Arbeit, oder? Nee, ich trinke gar kein Bier. Ich bin Münchnerin, ich bin hier geboren, aber ich trinke kein Bier. Ich tarne das dann immer so in Steinkrüge, Weinschorle oder Prosecco, weil sonst zeigen die alle und sagen immer, die Kerl ist tussig, die trinkt jetzt hier ihr Champagner aus dem Champagnerglas. Also Bier nicht, aber vielleicht eine Weinschorle noch nach getaner Arbeit. Oder Champagner, oder? Naja, Prosecco, Champagner, das ist dann Hauptsache kein Bier. Schade. Trinkst du Mass, hast du Spaß, oder? Ja, nee, ich hab Spaß, wenn ich sie nicht trinken muss, tatsächlich. Arbeit ist auch eine Sache, aber ich tue immer mein Glas, da tue ich immer so Apfelsaft rein und es sieht dann immer so aus wie Wein oder wie so eine schöne Schorle. Ja, du siehst auch so aus, als wärst du so ein Blender, ne? Also tust du da so groß, Gott, ich sag mal so, ich bin Schauspieler, ja. Ah, du bist Schauspieler. Und Flirtcoach, deswegen waren diese Tipps gerade. Und Flirtcoach bei Manroots, genau. Aha. Wir haben gerade schon jede Menge Prominente auch interviewt zum Thema Flirten. Ist dir schon jemand verfallen? Was, auf jetzt, der Wiesn bis jetzt? Da hätte ich jetzt eine persönliche Frage. Wie muss denn ein Mann sein, dass die Frauen diesen Mann hundertprozentig verfallen? Gibt's da irgendwas, was immer zieht? Also ich glaube, es gibt nichts, was immer zieht. Okay. Es gibt einen schönen Spruch in Amerika von einem sehr, sehr bekannten Psychologen, der sich sehr über das Thema Dating sehr viel geschrieben hat. Der ist David D'Angelo und der sagt, Attraction isn't a choice. Das heißt, Anziehung ist keine Wahl. Das heißt, es gibt Leute, die wir immer anziehen finden werden und mögen werden, obwohl sie uns noch nie was Gutes getan haben. Und es gibt Leute, die wir einfach nicht mögen, obwohl sie uns noch nie was Schlechtes getan haben. Die entscheiden innerhalb von einer Viertelsekunde, ob wir jemand interessant, attraktiv finden oder nicht. Aber, und da ist der große Unterschied, Männer entscheiden natürlich viel eher nach Aussehen. Dann geht es eher Aussehen, eine Frau muss hübsch sein, hier auf der Wiesn, schöne Brüste haben, schönes Stand-up. Ja, das tun wir leider. Auf der Wiesn geht es ja auch nicht um Anziehen, sondern eher um Ausziehen. Das stimmt, aber da kannst du uns irgendwie nicht die Schuld dafür geben. Das ist ganz tief in unserer Biologie drin, ja.
Das ist halt der Mann. Das ist innerhalb von Hunderttausenden von Jahren irgendwie entstanden. Okay, also das nächste Mal, wenn so ein Betrunkener an mir so auf der Bühne und hier so ein bisschen touchy bin, einfach denken, es muss so sein, alles ist gut, oder? Nein, schon bestimmt sagen, so nicht bitte. Ja? Okay, oder aber trotzdem einfach im Hinterkopf haben, der meint das jetzt nicht so. Ich mache mir bei dir keine Sorgen. Ich glaube, du kannst sehr gut Grenzen setzen, oder? Da gibt es andere Frauen, wo ich sage, okay, das musst du lernen, aber ich glaube, das kannst du schon gut. Ich schaffe das auf jeden Fall. Das denke ich auch. Aber vielen Dank. Aber nochmal ganz kurz, nur der letzte Punkt. Es gibt natürlich schon Möglichkeiten, wie ein Mann, der jetzt nicht sofort auffällt, bestimmte Sachen richtig machen kann. Das gibt's. Und das heißt, bei der Frau, ich glaube, es entscheidet natürlich auch das Aussehen bei einem Mann, aber nicht nur. Es kommt auch auf ganz andere Sachen an. Sein Charakter. Ja, sein Charisma, seine Ausstrahlung. Und das kann er machen, indem er flirtet und bestimmte Geschichten einbaut. Also erstmal Vertrauen aufbaut zwischen der Frau. Ah, Vertrauen ist immer ganz wichtig. Also erstmal Sixpack und dann Vertrauen, stimmt. Genau. Perfekt. Sixpack und Vertrauen, so war's. Ja, vielen Dank. Danke. Jetzt sage ich Verena zu dir. Danke, Verena. Jetzt haben wir das Vertrauen aufgebaut, oder?